Hallo, ich bin der Christian Stadler, komme aus Wasserburg am Inn. Ich bin vom Beruf Diplom-Ingenieur, Fachrichtung Architektur und bei der Deutschen Bahn im Bereich Immobilien beschäftigt. Ich bin seit 2008 Stadtrat in Wasserburg und im Kreistag Rosenheim. Mir ist in der Kommunalpolitik der sparsame Umgang mit unseren Naturflächen wichtig. Das heißt, wir brauchen einen kompakten Siedlungsbau und mehr öffentlichen Verkehr, weil eben diese Fixierung auf den Autoverkehr nicht nur Flächen für den Straßenbau verbraucht, sondern eben wieder zu dezentralen Strukturen führt, die dann zur Flächenversiegelung beitragen. Ein anderes Thema, für das vor allem der Kreistag zuständig ist, das ist die Abfallbeseitigung. Da setzt man derzeit nur sehr stark auf die Müllverbrennung. Dabei entsteht jede Menge Schlacke und Asche und deswegen ist es wichtig, dass wir die Restmüllmengen deutlich reduzieren. Das wird unter anderem dadurch möglich sein, indem man schaut, den Biomüll getrennt zu erfassen und zu sammeln, selber energetisch zu verwerten, weil dieser Biomüll nicht nur das Gewicht ausmacht, was dann auch zu ihren Abfallgebühren beiträgt, sondern eben auch die Brennbarkeit des Restmülls beeinträchtigt. Dafür wäre es wichtig, dass wir in Zukunft mit einer starken grünen Fraktion im Kreistag wieder vertreten sind, möglichst mit einer bisschen größeren als bisher. Und darum bitte ich um Ihre Stimme am 16. März für mich auf Listenplatz 2 und für unsere Liste im Gesamten. Danke.